Wenn ein Nutzer verhindern will, dass vertrauliche Daten versehentlich weitergegeben werden, kann er die Platte zerkratzen oder er kann die Software Debian verwenden. Die Freeware basiert auf Linux. Die aktuelle Version des Linux-Kernels spricht fast alle gebräuchlichen Festplattencontroller an. Nach dem Start zeigt Debian ein einfaches Menü, in dem der Anwender zwischen verschiedenen Verfahren zum sicheren Löschen von Daten wählen kann. Zwei der möglichen Löschverfahren orientieren sich an den Vorgaben des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Auch Zufallsgeneratoren kommen zum Einsatz. Das Löschen der Daten kann unter Umständen mehrere Stunden dauern. Wer nur eine von Viren befallene Festplatte reinigen will, kann sie mit Nullen beschreiben lassen. Eine Festplatte, die mit Debian behandelt wurde, kann anschließend bedenkenlos entsorgt oder weiterverkauft werden.